geht, Leute, und herzlich willkommen zum großen Finale der zweiten Saison hier in der MyTeam-Karriere. Ihr habt euch gewünscht, dass wir das komplette Qualifying wieder spielen hier in MyTeam und das werden wir somit auch machen in dieser Folge. Außerdem gibt es offensichtlich immer noch den Bug mit dieser Vertragsverhandlung vor dem letzten Saisonrennen, auch in der 16-Rennen-Saison, also wirklich sehr, sehr seltsam. Ändert aber nichts an meiner Entscheidung. Ich möchte gerne mit Pastor weitermachen, findet, er hat sich gut gesteigert, hat hier und da so ein paar Highlights setzen können in letzter Zeit und ich habe einfach Bock, dieses Projekt noch weiterzuführen und das nicht aufzugeben und es einfach ein bisschen anders zu machen, als in den letzten Jahren immer, als wir die Teamkollegen ja wirklich durchgewechselt haben, wie was weiß ich was. Nun ist auch das offiziell, was eigentlich schon länger klar war. Es gibt keine Reglementänderung in der kommenden Saison und somit habe ich ein paar Ressourcenpünktchen in die Hand genommen und die in Upgrades geballert, die wir dann zu Beginn der nächsten Saison bekommen werden und die jetzt auch mittlerweile bitter nötig sind. Aktuell ist es nämlich der letzte Platz hier in der Performance. Das größte Problem an dieser bescheuerten Vertragsverhandlung vor dem Ende der Saison ist eigentlich, dass wir nun auch schon die Fahrerwechsel haben bei anderen Teams. Oho, und da hat sich offensichtlich ordentlich was getan. Wir haben Pierre Gasly im Williams, Lando Norris bei Alpine, Magnussen, Hilfe, hier ist ja alles anders, Magnussen bei Alfa Romeo, Tsunoda im McLaren, Nick de Vries bei Haas, das war auch schon davor so, Albon mit seinem vierten Wechsel jetzt mittlerweile, glaube ich, oder mit dem vierten Team, für das er fährt, innerhalb von zwei Saisons, jetzt bei Alfa Tauri, Joe nach wie vor bei Alfa, Ocon ist geblieben, Verstappen ist geblieben, Theo Pourchaire jetzt auch bei Alfa Tauri, neben Albon, Wahnsinn, wir haben Dennis Hauger aus der Formel 2, den Norweger, jetzt hier in der Formel 1 bei Williams, Valtteri Bottas im McLaren und Oscar Piastri im zweiten Aston Martin. Hilfe, das muss man erstmal verarbeiten, da ist einiges passiert. Was für eine schreckliche erste Runde. Das war wirklich gar nichts. Bin noch so ein bisschen eingerostet. Das ist die erste Folge, die ich jetzt seit einer Woche oder so aufnehme. Aber das darf keine Ausrede sein. Ohnehin wird es aber heute natürlich schwierig. Das Auto ist aktuell auf keinem guten Niveau. Oh ja, das war immerhin mal halbwegs ansehnlich. Riesenverbesserung auch. Aber die muss nicht viel bedeuten. Letzte Kurve. Reicht das zumindest für den Sprung weg von diesem letzten Platz? Ja, immerhin. Platz 19 ist aber natürlich auch noch kein Grund zur Freude. Bisschen unsauber im letzten Sektor, aber insgesamt auf jeden Fall die beste Runde heute. Leider reicht das nicht mehr für einen Sprung in Q2. Platz 19, muss man aber, glaube ich, sogar mitnehmen, so wie das Auto aktuell performt und so wie das insgesamt hier lief heute. Boah, ist das komisch, die ganzen Fahrer hier bei ihren neuen Teams zu sehen. Zum Beispiel so einen Lando bei Alpine. Das ist schon ziemlich verrückt. Pastor vor uns im letzten Qualifying dieser Saison. Ganz knapp 2000stel Sekunden Unterschied. Sehr, sehr cool, aber dass er diesen neuen Vertrag direkt mal belohnt mit einer guten Leistung. Ich glaube, das ist der richtige Mann. Wenn dieses Auto besser wird, und das wird es sehr bald werden, dann ist mit ihm zu rechnen. Der ist so gut drauf aktuell.
Abu Dhabi habe ich immer als eine Strecke im Kopf, auf der eine Zwei-Stop vielleicht nicht so verkehrt ist. Ah, die soll aber langsamer sein, somit vergessen wir das ganz schnell. Medium Hard, einfach klassisch, so wie es scheint. Und dann geht's auch schon direkt rein ins letzte Rennen dieser zweiten Saison. Schließen wir die Saison nochmal gut ab mit einem Highlight, vielleicht mit einem Pünktchen. Aber ich glaube, dafür müsste schon sehr, sehr viel zusammenkommen. Vor allem hoffe ich einfach auf ein cooles, auf ein spannendes Rennen, damit wir dann mit einem guten Gefühl in die dritte Saison starten können, in der es natürlich das Ziel wird, vielleicht schon so ein bisschen vorne anzugreifen oder zumindest regelmäßig, um richtig gute Positionen zu kämpfen. Let's go! Während dieser letzten Einführungsrunde der Saison werden sich die Fahrer wohl überlegen, wie sie hier einen starken Eindruck hinterlassen und die Saison mit einem Erfolg abschließen können. Nur Gasly und Magnussen starten auf den Softreifen in dieses Rennen. Somit können die Mediums gar keine allzu verkehrte Wahl sein. Magnussen aber kann diese Softs nicht so wirklich ausnutzen von der Linie weg. Da hatten wir sogar auf diesen Mediums einen deutlich besseren Start. Rad an Rad jetzt der Däne mit Charles Leclerc da vorne. Während wir außen ein Problem hatten gegen Nick de Vries, der das allerdings nicht durchziehen kann. Hier wird es jetzt vermutlich sehr, sehr langsam in die Haarnadelkurve hinein, oder? Oh ja, das nutzen wir doch direkt mal. Schnappen uns Magnussen und vielleicht auch Leclerc. Rad an Rad jetzt mit dem Monegassen. Beide Ferraris überhaupt nicht gut unterwegs am Start dieses Rennens. Beide außerhalb der Punkte. Gelingt jetzt eventuell was gegen Charles. Da vorne geht's auch mächtig zur Sache. Vorsichtig. Oh ja. Das könnte sehr, sehr langsam werden. Oh, und zwar sogar noch langsamer, als ich erwartet hätte. Gelbe Flagge. Illegales Manöver. Auch weil wir da kurz neben der Strecke an Gasly vorbeigezogen sind. Aber das hat sich offensichtlich schnell erledigt. Genauso wie die gelbe Flagge. Chance jetzt gegen Logan Sargeant. Was für ein Auftakt hier in dieses Rennen. Wir kommen überragend rein. Leider gelingt hier nichts gegen den Amerikaner. Und Gasly hat jetzt vielleicht die Chance mit dem überlegenen Grip der Softs. Ja, leider. Aber dennoch ist das nicht verkehrt. Oh, das war nicht gut. Sehr optimistisch aber von Magnussen da noch reinzugehen, oder? Ich wollte eigentlich schön ausholen, um halt viel Schwung mit auf die Gerade zu nehmen. Und er zieht da halt voll innen rein, trifft uns leicht am Hinterrad und ist somit auch vorbei. Weiß nicht, ob das sein muss. Oh, ganz schlechter Ausgang jetzt natürlich auch aus der Haarnadelkurve, was Leclerc hier die Chance gibt, genauso wie eventuell de Vries da hinten. Guter Windschatten allerdings auf Kevin Magnussen. Somit ist vielleicht sogar ein Konter möglich hier in der Schikane, oder? Oh ja, das sieht richtig gut aus. Wir sind wieder vorbei. Das auch zu Recht, würde ich sagen. Das war schon ein Witz, wie er da vorbeigekommen ist. Gasly wird hier ganz schön aufgehalten von Sargeant, kann seine Softs überhaupt nicht ausnutzen. Vielleicht ergibt sich daraus ja mal eine Chance gegen die beiden. Oder zumindest mal gegen Sargeant, der jetzt ohne DRS so ein bisschen aufgeschmissen ist. Gasly zieht vorbei. Schön ranbremsen. Guter Ausgang aus der Schikane auch vor allem. Und dann kann was gehen gegen den Amerikaner. Kurz waren wir ja schon vor ihm in diesem Rennen. Kein optimaler Ausgang leider. Er wird natürlich auch den Flügel flach stellen können gegen Gasly. Dennoch greift der Windschatten jetzt ganz gut außen innen. Wir gehen mal nach innen. Vorsichtig, nicht in Sargeant hier reinkrachen. Das passiert ganz leicht, dass man untersteuert in dieser so langgezogenen Kurve, die ja immer noch recht neu ist, seit dem letzten Jahr zumindest. Oh, Sargeant ist immer noch da. Oh Gott, oh Gott. Voll auf dem Körper angebremst. Volles Risiko hier gegen den Haas-Piloten. Cooles Duell. Und das geht gut aus. Platz 14. Aber das sieht nicht mehr lange gut aus. Da kommen jetzt Magnussen und Sargeant an mit dem DRS. Wir sind völlig aufgeschmissen gewesen. Ohne beide vorbei. Zwei Positionen geht's zurück hier auf einen Streich. Die beiden sind sich allerdings überhaupt nicht einig hier in dieser Schikane. Und somit gibt das nochmal die Möglichkeit auf einen Konter. Zumindest gegen Magnussen sieht's richtig gut aus. Der hat nämlich jetzt kein DRS, so wie wir vorhin. Und auch gegen Logan scheint das zu funktionieren. Wow, das war mal interessant. Magnussen jetzt auch vorbei am Amerikaner. Es geht ja voll ab hier in diesem Rennen. Und das wird es wohl auch weiterhin, wenn wir jedes Mal an diese Stelle kommen, ohne DRS, obwohl, das sieht gar nicht mal so gut aus für K-Mac. Nee, der hat hier keine Chance. Gasly auf seinen Softreifen bereits an der Box. Magnussen da hinten ebenfalls. Ja, die haben ja total lang gehalten. Leclerc ist hier jetzt mal dran. Ich weiß eh nicht, was der hier hinten überhaupt macht. Der wird wahrscheinlich bald vorbei sein. Genau so ist es. Easy vorbei, Charles Leclerc mit dem DRS hier auf der Gerade. Wir werden da jetzt auch nicht mehr kontern, es sei denn, der beginnt uns irgendwie aufzuhalten. Aber davon gehe ich einfach mal nicht aus, so stark wie der Ferrari eigentlich ist.
Die Reifen werden schon so allmählich ungemütlich. Boxenstopp auch von einem Medium-Starter da vorne. Sergio Perez, der wechselt aber auf noch einen Satz Mediums. Das ist interessant. Na gut, wenn man so eine Pace hat, als Weltmeister auch noch, dann kann man das vielleicht sogar machen. Da ist Checo auch schon vorbei. Den sehen wir nie wieder in diesem Rennen. Leclerc mit Problemen an seinem Auto, das kommt jetzt also auch noch dazu zu seiner eh schon schlechten Pace. Den können wir echt besiegen heute. Harte Reifen jetzt für den zweiten Stint. Ich bin sehr zufrieden mit diesem Rennen bisher. Eine richtig gute Pace, ein paar coole Duelle hatten wir auch schon. Das kann gerne so weitergehen, obwohl das jetzt in den letzten paar Runden vor dem Stop schon so ein bisschen ruhiger geworden ist. Das muss man sagen. Auf Platz 18 geht's wieder auf die Strecke. Weitere Boxenstops, nur eine Runde später. Maldonado ist auch drin unter anderem. Den werden wir, glaube ich, haben. Aber der ist gar nicht mal so weit hinter uns. Macht auch ein echt solides Rennen. Platz 16. Es gelingt tatsächlich, auf Leclerc aufzuholen. Nicht so deutlich, das ist also offensichtlich kein Riesenproblem. Aber eventuell können wir da noch rankommen. Und dann gibt es noch so den Magnussen da vorne und auch Gasly, die natürlich diese Zwei-Stop machen. Ich glaube, die sind ebenfalls besiegbar. Zumindest werden wir relativ easy davor sein. Beide jetzt beim Boxenstopp. Ich weiß nicht, Gasly, der hatte einen etwas größeren Vorsprung. Der kann hier vielleicht nochmal rankommen mit seinen frischen Mediums jetzt. Magnussen wohl kaum. Den haben wir in der Tasche. Puh, also das ist schon ein sehr einsames Rennen. Am Anfang ging es so ab, da dachte ich, boah, das kann was werden, wenn es so weitergeht. Und jetzt passiert irgendwie seit echt vielen Runden gar nichts mehr. Vielleicht kommt noch ein bisschen Druck von Gasly. Der ist jetzt zumindest mal eine Position hinter uns mit seinen Mediums. Aber das sind immer noch 6 Sekunden Vorsprung. Oh, Hilfe! Das war interessant. So schlimm sehen die Reifen eigentlich doch gar nicht aus. Aber vorsichtig, nicht noch das Auto weghauen in dieser letzten Runde gleich. Das wäre extrem bitter. Die letzten paar Kurven dieses Rennens, die letzten paar Kurven dieser Saison auch stehen uns nun bevor. Leider nicht der actionreichste Abschluss, aber ein ganz solides Ergebnis, würde ich sagen. Platz 14 nimmt man mit den Umständen entsprechend. Das war echt in Ordnung. Klar, ein bisschen mehr hätte es zur Sache gehen können. Aber dennoch ist das ein gutes Ende der Saison und etwas, was uns hoffentlich gut in die kommende Saison dann starten lässt, die im besten Fall natürlich noch erfolgreicher wird als diese hier. Dennoch echt gut. Mehr ging nicht. Das war das absolute Maximum heute. Somit muss man das mitnehmen. Erste Seite der Ergebnisse zumindest noch, weil das ist doch eine coole Sache. Doppelsieg für Mercedes, Norris und Piastri sehr stark bei deren neuen Teams. Perez, der hat völlig verkackt mit dieser Zwei-Stop, die hat überhaupt nicht funktioniert. Also das hat gar keinen Sinn gemacht hier heute. In der WM geht es so zu Ende, Sergio Perez Weltmeister, wir am Ende auf dem starken 8. Platz. Das ist richtig, richtig gut. Geniale zweite Saison, würde ich sagen. Eine mega Steigerung im Vergleich zur letzten. Hoffentlich gelingt eine ähnliche gute Steigerung dann zur dritten Saison hin. Dafür muss ich aber am Auto natürlich was tun, was aber der Fall sein wird dann zu Beginn der kommenden Saison, zu Beginn der kommenden Folge. Die Konstrukteurs-WM endet genau in der Mitte auf Position 6. Auch das ist super. Ziel wird es vielleicht sein, hier so diese Top 3 so ein bisschen zu ärgern, zumindest ab und zu mal. Weiß nicht, ob das zu viel verlangt ist. Das wird sich dann vielleicht beim nächsten Mal schon rausstellen. Das war's jetzt. Vielen, vielen Dank für euren Support. Lasst gerne einen Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal, beim Start der dritten Saison wieder. Bis dann, haut rein und ciao.